EVW werden Polymere erforscht, die mit Nanopartikeln gefüllt sind. Durch diese Nanopartikel können Eigenschaften gezielt an bestimmte Anwendungen angepasst werden. Materialien wie zum Beispiel Oberflächenbeschichtung und Klebstoffe werden auf der Basis von keramischen oder kohlenstoffbasierten Nanofüllstoffen entwickelt. Am IVW werden zwei Ansätze benutzt, um Nanopartikel herzustellen. Zum einen der Top-Down-Ansatz, bei dem werden Makrostrukturen zu Nanostrukturen zerkleinert. Zum anderen der Bottom-Up-Ansatz, bei dem werden aus Subnanostrukturen Nanostrukturen aufgebaut. Wir benutzen weiterentwickelte Standardverfahren, wie zum Beispiel die Extrusion mit Nanopartikeldispersion. Mit dem Elektronenmikroskop kann man untersuchen, wie die Nanopartikel in der Polymermatrix verteilt sind. Das IVW schafft es somit, aus den Strukturen und Eigenschaften Rückschlüsse auf den Herstellungsprozess von multifunktionalen Nanomaterialien zu ziehen.